Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute gibt es ein Unboxing und wir haben schon vor langem nichts mehr geunboxed. Oh, ich wollte eigentlich meinen Pullover ausziehen. Der Karl hat mir ganz viel Essensreste auf den Pullover geschmiert. Ich lasse den jetzt an, ich bin zu faul. Aber falls ihr Flecken auf meinem Pullover seht und ich stelle fest, das ist auch der Pullover, den ich in diesem Video anhabe. Ihn zu mögen. Ja, das ist mein Lieblingspullover. Auf jeden Fall. Wir spielen uns ja in der Scheibe, voll cool. Wir unboxen heute unseren Camping-Backofen. Und das ist, klingt echt cool. Und ich bin voll gespannt. Das hast du vorhin schon gesagt. Was? Das hast du vorhin schon gesagt. Ja, wir haben das Ganze vorhin schon mal gedreht. Da war der Karl noch mit hier. Aber er hatte nicht so Bock drauf. Und deswegen. Nur bis zum Intro. Also, wir haben jetzt nicht das Ganze. Ja, genau. Wir haben nur das Intro gedreht. Wir haben es noch nicht gesehen. Genau, ich schneide einfach mal auf. Also, und man muss dazu sagen, das ist noch ein Teil von Hannas Weihnachtsgeschenk, weil, ach ja, weil das... Darf ich trotzdem aufschneiden? Ja, ja, ja. Weil das... Also, sie hat, haben wir noch gar nicht gesagt, sie hat zu Weihnachten von mir ein Jahresabo für die Campervans-Zeitschrift bekommen. Und bei so einem Abo bekommst du ja immer ja, eine Art Geschenkartikel, Bonusartikel oder sowas dazu. Na, oft. Und das ist in dem Fall dieses Teil. Sonst, ich kann auch noch den Rest vorlesen, das ist sogar... Du sagst einfach die drei lächerlichsten und billigsten... Ja, Bluetooth-Lautsprecher, Weingläser aus Plastik. Stimmt, zum Auseinandernehmen zwei Stück, und Zusammenstellen. Also wenn das jetzt ein 100er Set gewesen wäre, vielleicht, aber zwei Stück. Ihr seht noch gar nichts. Okay, Moment, ich nehme mal hier den... Die Rechnung dazu, ich weiß nicht, ob das eine Rechnung dazu ist, oder... Die mit der ich wollte die Rechnung jetzt nicht haben. Ich wollte jetzt irgendwie das Ding hier rausholen. Den Link bitte nicht benutzen. Du bist ja auch nichts drauf. War bei der ersten Zeitschrift auch. Lieferschein, Beleg, aber auf dem Beleg steht nicht drauf. Also nichts, was es kostet, weil es kostet auch nichts. Ist ja Geschenkartikel, sonst würde es ja was kosten. Wir sind zwar jetzt ja kein Geschenkartikel, wenn es das kosten würde. So, ich zeig das einmal hier rein. Und zeig das einmal hier rein. Hier ist die Bildqualität wahrscheinlich besser. Ja. Aber wir haben gedacht, wir machen mal zwei Perspektiven, vor allem bei unserer coolen Unboxing-Location hier in unserer Küche. Mhm. Und ihr kennt die neue Küche noch gar nicht. Nee, die müssen wir mal noch auch ausführlich zeigen, wenn endgültig alles fertig ist. Auf jeden Fall ist das ein oder der Omnia-Backofen. Und hier außen sieht man schon ein bisschen was. Und wir haben beschlossen, dass wir morgen auf unserem Balkon den testen werden, also mit dem Gaskocher. Und dazu müssen wir... Achso, hier ist auch abgebildet, dass man da Brötchen auch backen kann. Ja, und wir suchen uns aber mal ein Rezept, so ein richtiges Rezept. Ja, du kannst backen, normal Kuchen und sowas. Du kannst Aufläufe machen. Der hat einen Beutel. Ja, das ist halt richtig geil. Ich glaube, es sind auch Rezepte drin, ne? Ja, wie gesagt, du kannst... An was erinnert mich das? So ein Anleitungsheft mit Rezepten. Wo, dieses Brot. Wie geil sieht das Brot aus? Ja, du kannst also Brot backen, du kannst Kuchen backen. Du kannst, hier ist ein rosa und halb rundes Brot. Gleichzeitig in zwei verschiedene Kameras sprechen, sonst wird das schwierig mit der Perspektive. Ja. Ja, Brot, Kuchen, aufbacken einfach nur. Ganze Gerichte, Aufläufe. In so Richtung One-Pot-Gerichte. Oh. Hier ist eine Bedienungsanleitung und hier ist sind Rezepte für... Reis- und Hühnchenauflauf, Schimmelkäse und Schinkenquiche. Wieso nennen die das auch noch Schimmelkäse und nicht beim Namen? Speck und Käse gefülltes Schweinefilet und Thymianbrot. Thymianbrot, das klingt echt. Nein, das klingt wie. Du backst es und schmeißt es dann direkt weg. So, also. Also Thymian klingt nicht gut. Was? Also, das ist jetzt ganz wichtig für dich. Personen, die aufgrund eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten oder aufgrund mangelnder Erfahrung oder mangelnder Kenntnis den Omnia-Ofen nicht in sicherer Weise verwenden können, dürfen das Produkt nicht ohne Aufsicht oder die Hilfe einer verantwortlichen Person benutzen. Dies gilt auch für Kinder. Also, Entschuldigung. Ist ja nicht so, dass wir im Westen wohnen oder so aktuell. Gut, dann... Ich bin so müde. Ich bin auch voll müde. Oh. Zeig das mal eben hier rein. Gleich 3:15. So. Die Tasche wird billig. Ja, die riecht auch ein bisschen, aber es ist halt cool, das kommt aus Schweden.
wahrscheinlich wie... Ah ne, das andere Dutch Oven, diese... Hier, räum das mal weg. Aber dann kommt das toller. So, also es ist hier so ein Ding zum Zuziehen, Aufziehen, was auch immer. Ach nee, der Knissel, weil da Folie drin ist. Ja, der ist ja noch komplett eingepackt, der ist ja neu. Wäre ja schlimm, wenn nicht. Das war's? Das war's. Okay, du darfst das hier auspacken. Okay, das nehme ich an, ist der Deckel. Ist das hier für ein Stein? Weiß ich nicht. Ah, vielleicht ein Griff oder so, so ein Klumpen, den du oben drauf schraubst. Ach, Deckel. Irgendwo. Aha. Ja, das ist der Deckelgriff. Das ist ein Werkzeug für Schneiderei. So. Das ist, weiß ich nicht wer. Das ist der Deckel. Das ist das Unterteil und das tust du unter das Unterteil drunter. Ach, damit das Gas reinströmen kann. Ja. Ich habe mir noch nie Gedanken gemacht, wie das funktioniert. Dass das funktioniert, dass sich hier drin so Ofenwärme bildet und du in kurzer Zeit so richtig, ja, weiß ich nicht. Und was können die? Naja, damit es nicht vielleicht für Feuchtigkeit. Damit es schwebt und der Deckel. Ich wollte dir mal zeigen, hier steht der Name drin. Ich bin gerade so unkoordiniert. Also ist halt wirklich nichts dazu. Das ist einfach eine gepresste Aluschüssel. Das Unterteil ist aus Edelstahl. Wobei das für Alu relativ schwer ist. Ja, dann einmal Edelstahl und hier oben nochmal lackiertes Alu. Also an sich ist wirklich nichts dazu. Zu dem Teil aber. Aber ich glaube, du hast dich informiert und der ist echt... Ich glaube, der ist ziemlich gut, ja. Also es haben halt auch einfach voll viele... Ich habe gerade die Schraube mit meinem Fingernagel rausgezogen. Okay, ich sollte vielleicht... Also meinen Fingernagel kriegen. Ja, das ist... Fester wird es später noch gemacht. Ja, so sieht's. Diese Bildstörungen sind echt gut. Die sehen halt nur wir. Ja, ich weiß. Auf jeden Fall sieht es echt cool aus. Und ich würde sagen, das war erstmal der erste Teil. Ich glaube, wir haben... 7 Minuten, okay. Auf jeden Fall Tests morgen. Genau, auf unserem Balkon dann ein Test. Wir das ist das Monster, das sah gar nicht so groß aus. Ich hatte gar nicht so groß erwartet. Ob wir hier ein Rezept rausnehmen. Wir können holländisch kochen, die zweite machen. Ach, morgen ist Sonntag, wir können keinen Schimmelkäse kaufen. Was können wir denn holländisch kochen? Nein, hier ist doch bestimmt auch auf holländisch. Und dann machen wir einfach holländisch im Omnia kochen. Oh, das wird noch besser. Dann gleich Schwedisch, wenigstens, wenn er schon aus Schweden kommt. Okay. Irgendwas mit Paprika. Ja, auf jeden Fall suchen wir uns ein Rezept. Ach, rot, okay. Und gucken, was wir da haben. Wie gesagt, morgen ist Sonntag und jetzt... Reis- und Hühnchenauflauf hätten wir machen können, wenn wir heute nicht Reis und Hühnchen aufgegessen hätten. Ja, wir können auch erstmal Brot backen. Erstmal was Schweres. Aber kein Thymian. Wir haben kein Thymian, also backen wir das Thymianbrot ohne Thymian. Oder wir holen uns einfach so ein Brotrezept irgendwo her. Nee, lass doch mal genau das hier nehmen. Wir haben alles da. Als ob ich im Camper 35 Grad warmes Wasser hinkriege. Ich bin froh, wenn ich überhaupt warmes Wasser hinkriege. Ja. Aber der 35 Grad warmes Wasser ist genauso warm wie Körpertemperatur ungefähr. Das heißt, ich gehe vorher drin baden, weißt du, dann ist es warm genug. Nein, du fühlst ja mit der Hand und wenn es genau angenehm ist. Oder ich wärme das Wasser auf, damit es... Hä? Jetzt steht hier nach Gebrauchsanweisung ca. 60 Minuten backen. Ach, gibt's hier dann nochmal? Also, gut eingefettet und beim Backen auch mit Bröseln bestreut sein. Wer? Die Form. Mit Bröseln? Was denn für Bröseln? Bei der ersten Benutzung kann es zu leichter Rauchentwicklung kommen. Dies ist völlig ungefährlich und beeinträchtigt weder die Umwelt noch die Speisen in der Form. Die Umwelt? Füllen Sie den Backofen nur zur Hälfte, wenn Sie Brot, Kuchen und andere Speisen, die aufgehen sollen, zubereiten. Ach, ich weiß, wenn es aufgeht, nicht, dass sich dann der Deckel anhebt und mein Brot aufgeht. Deswegen sind die Löcher, damit dann die Brotwürste rauskommen. Okay. Bla bla bla. Das geht. Wenn du das richtig doll zumachst und das richtig doll aufgeht, dass dann hier so kleine Brotsachen rausquellen. Wenn die Temperatur im Omnia-Ofen zu hoch wird, wegen zu heißem Herd, langer Zubereitungszeit und oder zu wenig Inhalt in der Form, kann sich die rote Farbe des Deckels verändern. Als Funktion dies, oder? Nein, dies beeinträchtigt nur das Aussehen, nicht aber die Funktion.
Ich dachte jetzt so als Funktion, dass du siehst, guck ja, mal. Ja, oh, Speicherkarte voll. Okay. Egal, wir haben ja noch eine Kamera. Ja, das, ich dachte so, vielleicht, dass du dann siehst, guck mal, ist zu warm, dreh mal runter, dann wird er wieder rot. Nachdem er vorher grün war oder so. Ja, ach, wir lernen durch Probieren. So ist es immer bei uns. Wir haben auf jeden Fall Bock drauf. Morgen gibt es unser erstes Brot aus dem Omnia-Backofen. Cool. Ich hoffe, das macht auch unser Kocher und unsere Kartuschen richtig mit. Ja, wir haben... gibt es irgendwann einen gescheiten Kocher und gescheite Kartuschen. Ich dachte, wir nehmen unser Einflammending mit dieser Schraubkartusche. Haben wir dann eine Kartusche zu? Ja, ich glaube. Okay. Also ja, wir probieren es mal mit beiden Kochern. Oder halt erstmal mit dem Einflammending, weil der ist jetzt eh hier oben, oder? Nee, obwohl die Kartusche ist im Keller, ist ja auch egal. Dann schalten wir gleich weiter auf morgen und genau. Dann sind wir jetzt mal gespannt, was das wird. Wir nehmen euch auch bei der Zubereitung vom Teig und sowas mit, ne? Ja. Okay, dann viel Spaß. So, wir sehen hier einen, zumindest erstmal mit diesen Knethaken vom Mixer gekneteten Teig. Also das Rezept könnt ihr jetzt einen Screenshot machen oder was weiß ich, wenn ihr das haben wollt. Ansonsten, ich habe mir jetzt hier einen Gummihandschuh angezogen, weil ich jetzt nicht unbedingt Teig unter meinen Fingernägeln haben will. Ich knete das jetzt eben mal schnell noch mit der Hand durch. Genau, weil dann muss das ja erstmal gehen wegen der Hefe. Genau. Und wir sehen uns wieder, wenn es gegangen ist. Und ich glaube, das muss dann in die Form und dann muss es da drinnen auch noch mal gehen vor dem Backen. Also es dauert noch ein Stück. So, beim Teig sieht man jetzt noch nicht so die Veränderung. Ich habe die Backform gefettet, also oder die Form halt generell, den Ofen. Wir haben hier noch Sesam, den machen wir nachher noch oben drauf. Und hier habe ich jetzt einfach so einen Deckel von der Schüssel und werde da jetzt erstmal den Teig zu etwas formen, da reinlegen, mit Sesam bestreuen. Dann zeige ich ihn euch nochmal. Und dann muss er nochmal eine Stunde in dem Ding gehen lassen und dann wird er gebacken. So sieht der Teig aus in der Form, mit Sesam bestreut. Und der wird jetzt eine Stunde gehen und dann gucken wir mal, ob der jetzt wirklich aufgegangen ist. Ich habe den jetzt eine Viertelstunde gehen lassen gehabt und da war er schon warm und schon ein bisschen so wie fluffig. Ich denke mal, also wenn es jetzt nicht weiter gehen würde, das wäre seltsam. Ich denke, dass das funktioniert. Wir sehen uns in einer Stunde und dann kommt der Gute auch schon raus auf den Balkon und wird gebacken. Okay, eine Stunde ist um. Man sieht von dem Tag jetzt, finde ich, nicht so den riesigen Unterschied, aber ich habe ihn angefühlt, er fühlt sich schön warm an. Keine Garantie auf mein Äußeres, ich habe heute noch tatsächlich nicht in den Spiegel geguckt. Ich warte jetzt mal noch auf Philipp, der kommt gleich. Und dann, ich sehe gerade hier draußen, es ist nass, es hat geregnet. Ich glaube, jetzt regnet es nicht mehr. Dann werfen wir den Kocher an und lassen das Brot halt backen. Die Sache ist, beim Gasherd musst du halt irgendwie immer dabei sein, zumindest draußen wegen Ausgehen. Weiß jetzt nicht. Vielleicht stellen wir den auch, den Dreck machen wir noch weg, vielleicht stellen wir den dann hier unten hin und dann setze ich mich hier vors Fenster, existiere, damit mir nicht so kalt wird und gucke halt einfach die ganze Zeit, dass das die Gasflamme da ist oder so, mal schauen. Wir zeigen euch, wenn der Omnia auf dem Gasherd ist, welcher Gasherd auch immer. Wir haben ja unseren zweiflammigen Kocher für unterwegs und den einflammigen Kocher, den wir vorher schon hatten. Und dann zeigen wir euch auch noch das Ergebnis. So, es geht los. Gasflamme ist an. Ist es auf höchste Dings gestellt? Ja. Okay, wir müssen jetzt mal einen Timer oder sowas stellen. Ich denke und hoffe, ihr seht es. Stellst du einen Timer? Ja, Stunde. Ja, genau. Und wie sah es mit dem Wind aus in der Ecke? Wetter. Wind. Okay. Dann gibt es gleich noch einen Windschutz. Unser Brot ist fertig. Das hier ist mittlerweile auch abgekühlt. Das Brot ist
Okay, also das ist noch ein bisschen warm, das Brot auch. Sieht auf jeden Fall echt süß aus. Wir holen das jetzt erstmal komplett raus. Gibt der Applaus fürs Brot. Und dann schneiden wir es an und verkosten es. Ihr seht erstmal das Brot von unten, weil wir haben das hier rausgestürzt und wir haben die Form gefettet und es ist nicht angebrannt. Es ist wirklich nur ein kleines bisschen dunkel geworden und es sieht voll perfekt aus. Wir schneiden das jetzt gleich mal an. Ich finde das so geil, dass wir einfach ein rundes Brot haben, also was so einen richtigen Ring. Ja, man kann ja auch so geflochtenen Hefezopf mit Rosinen oder sowas machen. Und vor allem durch Trockenhefe kannst du das unterwegs so super machen. So, wir verkosten es. Mhm. Und schmeckt? Ja, aber schmeckt halt nach gar nichts, weil ja nichts irgendwie gewürzt ist. Na, eigentlich hätten da 2 Teelöffel Salz dran gemacht. Ich habe 2 Prisen dran gemacht. Und 1 Teelöffel Zucker, damit die Hefe ein bisschen Nahrung hat. Da habe ich auch 1 Prise. Also so. Warum auch? Wie, warum? Was? Also, hey. Ich dachte, du hast mit dem Team das Rezept gemacht. Ja, aber ich wollte nicht so viel Salz dran machen, weil ich. Weil ich Angst hatte, dass es zu salzig ist. Also unten ist ganz schön hart. Dem Karl schmeckt's auch. Hm? Okay. Und mir schmeckt's auch. Und ja. Zufrieden? Mit dem Brot? Mhm. Mit dem Ergebnis? Also nein, das ist ja das Brot. Mit dem Ding hier. Mhm. Und was wird uns das jetzt sagen? Dass er jetzt dauernd benutzt wird? Also zumindest unterwegs. Mhm. Oder kochen wir heute Abend Abendbrot da? Mhm. Also wir haben dann gewechselt auf den diesen kleinen, weißt du, Karimor, diesen so einen kleinen Faltkocher für Schraubkartuschen. Und wir werden jetzt entweder, also wir probieren, nochmal von vorne, wir probieren demnächst mal so eine Campinggas oder so Kartusche für den Kocher, den wir sonst nutzen unterwegs. Und wenn die besser sind, weil unsere Kartuschen werden ab einer bestimmten Zeit einfach zu kalt, als dass da noch groß Druck rauskommt. Und wenn die Campinggas besser sind, dann nehmen wir einfach immer da noch 1-2 von mit, um die zusammen mit diesem Kocher, mit dem Ofen zu benutzen. Und wenn die Campinggas auf Dauer auch nicht besser funktionieren, dann nehmen wir einfach den Kocher, den kleinen, noch zusätzlich mit. Und meinetwegen so eine Weber-Schraubkartusche. Aber wir wissen, dass das einfach gut ist in der Kombination. Die Hitze bringt die nötige und genug Druck bringt. Auf Dauer auch. Weil das ist direkt. Also, am Anfang ist es mit den Klick-Kartuschen, wie heißen die Kartuschen? Auch diese, mit diesen anderen, mit dem normalen Zweiflammenkocher, war das gut, da hat es auch richtig gedampft. Irgendwann kam dann einfach gar nichts mehr raus an Dampf und auch nicht mehr so richtig die Hitze. Dann habe ich den Kocher gewechselt und dann ist es direkt unten schwarz geworden oder dunkel. Mhm. Sieht man hier innen am Rand. Das war, bis ich den Kocher gewechselt habe, nicht. Und dann 2 Minuten nachdem ich den gewechselt hatte, sah es dann so aus. Aber. Schmeckt, ne? Und vor allem, wenn man da was drauf schmiert. Und vor allem, wenn man noch Salz reinmacht in den Teig. Ja, beim nächsten Mal. Nee, aber es ist super. Und auch von Zutaten her habt ihr ja gesehen. Man braucht. Was gibt es denn da noch dran? Mehl, Trockenhefe, Wasser, Salz, Zucker. Und das kriegt man wohl wirklich auch hin. Sesam muss ja nicht drauf. Und Thymian muss ja nicht rein. Das nee, war's. Das sollte aber sowieso nicht rein. Dann, du hast noch was in der Hand, Karl, du kannst noch mehr essen. Ja, ich glaube, der Karl wird die Kamera haben. Dann verabschieden wir uns hier an dieser Stelle und hoffen, das Video hat euch gefallen. Vielleicht bewegen wir den einen oder anderen auch dazu, sich jetzt auch dieses Ding zu holen. Wir werden in unseren zukünftigen Reisevlogs den auch auf jeden Fall dabei haben und damit kochen und backen. Also seid gespannt. Nicht mehr in den Vlogs, auch wenn wir reisen ohne Vlog. Aha. Wann reisen wir denn ohne Vlog? Weiß ich doch nicht. Ach so. Aber du betont das auch zukünftige Reisevlogs. Naja, auf jeden Fall, wenn ihr in Zukunft Reisevlogs von uns seht, könnt ihr euch sicher sein, irgendwann mal ist dieser Kocher mitzusehen, wie wir damit backen, wie wir damit kochen. Und ja, wir freuen uns da auf jeden Fall drauf und vielleicht werden wir da auch noch so mal ein bisschen professioneller, was dann irgendwelche Gerichte in Richtung Aufläufe und sowas angeht. Oder so eine runde Pizza oder sowas halt. Also seid gespannt. Wir haben auch noch nicht so viel Erfahrung, aber wir wissen, es funktioniert auf jeden Fall. Ja, aber besser als gar nichts. Und dann bis zum nächsten Video.